Nach einem Herzinfarkt vor 4 Tagen liegt Landwirt Heinz auf der internistischen Station und erholt sich von seiner Operation. Während der Schweinebauer schon wieder auf dem Weg der Genesung ist, geht es der Freundin seines Sohnes hingegen überhaupt nicht gut. Hallo. Hallo, guten Tag. Das wäre mein Name, meine Freundin Marie. Okay. Ich wollte meinen Vater in Heinsberger besuchen. Ja, das ist Zimmer. Vorne im Zimmer? Ja. Klar, kann man auf jeden Fall machen. Alles gut? Alles gut, was denn bei Ihnen los? Sie sind ein bisschen blass, oder? Alles gut. Geht das? Kannst du mir einen Rollstuhl bitte besorgen? Fühlen sich aber sehr warm an, ne? Schon, also es geht schon wieder. Es war nur so ein bisschen schummrig. Ja? Auch wenn Marie die Situation verharmlost, der Pfleger erkennt den Ernst der Lage und bringt die Visagistin sofort zu Arzt Bernd Manau. Der erfahrene Mediziner will die 21-Jährige sofort eingehend untersuchen. Sagen Sie mir Ihren Namen, bitte. Marie Kerkhoff. Frau Kerkhoff, darf ich Sie bitten, hier mal Platz zu nehmen? Ja, vorsichtig, langsam. So. Vielleicht die Jacke mal ausziehen. Und dann erzählen Sie mal, was ist denn los, Frau Kerkhoff? Mir war gerade nur ganz kurz ein bisschen schummrig, aber es geht schon ein bisschen wieder. Schummrig? Lass mich mal schauen. Das hat aber schon seit 2 Tagen mittlerweile, dass immer nicht fit auf den beiden Beinen ist. Okay. Ja. Fühlt sich sehr aber warm an. Ja. Misst doch einfach einmal mal Fieber. Hinlegen. Ja, einmal langlegen bitte. Dass Sie nicht jetzt auch im Sitzen umkippen. Okay, was ist denn, was können Sie mir sagen? Was ist zur Vorgeschichte zu erfahren? Frau Kerkhoff, also ich denke, es geht Ihnen nicht so gut, wie Sie das darstellen. Lassen wir uns mal gucken. Hm? Also wie gesagt, sie hat schon auf jeden Fall seit 2 Tagen, ist immer ein bisschen was schmurig auf den Beinen. 39,3. 39,3, Frau Kerkhoff, das ist nicht nichts. Das ist ein richtig hohes Fieber. Ja, ja, aber ich würde schon gern wissen, wie es seinem Vater geht. Ich würde ihn gern besuchen. Also erstmal, denke ich, geht es ein bisschen darum, wie es Ihnen geht. Und das andere darf ich Ihnen auch nicht erzählen. Auffällig war, dass sie sich mehr Gedanken um den Vater ihres Freundes zu machen schien, als um die eigene Gesundheit. Und das hat uns sehr verwundert. Was dahinter steckte, sollten wir erst wesentlich später erfahren. Sag mal so, er ist außer Gefahr, mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Ich würde jetzt gerne mal einen Blutdruck messen, ja, und würde gerne mal Ihren Bauch anschauen. Wenn Sie einfach mal ein bisschen hoch machen. Der 22-jährige Niklas macht sich große Sorgen um seine Freundin und hatte Marie auch schon gebeten, lieber zu Hause zu bleiben. Aber die Visagistin bestand darauf, mit ins Krankenhaus zu kommen und ihren Schwiegervater in Spee zu besuchen. Hier im Bereich des Dünndarms, die Dünndarmschlingen, aufgeweitet, flüssigkeitsgefüllt. Wenn Sie da oben auf dem Monitor, können Sie das sehen. Das hier, das gehört da so nicht hin. Also, das stärkt meine These Magen-Darm-Infekt. Sie können sich die Schmiere abwischen. 39 Fieber, 39,3. Plus Infekt. Ich denke, Sie bleiben hier. Ja. Muss das wirklich sein? Ich denke ja. Ja, wir müssen gucken, was da los ist. Ich hätte gerne eine Blutuntersuchung von ihr. Ja. Infektsparameter und auch eine Stuhluntersuchung auf Enteritis-Erreger, Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, was man volles da so macht. Volles Programm. Ja. Magen-Darm-Infektionen sind häufig und bedürfen eigentlich normalerweise keiner Krankenhausbehandlung. Die meisten banalen Infekte klingen nach 2-3 Tagen von selber wieder ab. Bei unserer Patientin stellte sich das etwas anders dar. Sie hatte hohes Fieber, der Bauch war angespannt und die Blutwerte zeigten dann auch hohe Entzündungswerte. Die Frage war, wo die Patientin sich das denn geholt hatte. Und die Antwort darauf war eine echte Überraschung. Können wir aber trotzdem jetzt erstmal nach seinem Vater gucken? Ich mache mir wirklich Sorgen. Also, es geht halt erstmal um dich. Ich würde erstmal. Nee. Aber ich würde wirklich gerne mal wenigstens mal kurz nachschauen, wie es ihm geht. Frau Kerkhoff, Sie wollen, aber Sie dürfen nicht. Ja? Sie haben möglicherweise eine infektiöse Darmerkrankung und dann lasse ich Sie nicht zu einem Patienten, der vor 4 Tagen einen Herzinfarkt und vor 3 Tagen einen Stent gekriegt hat. Ja, Sie haben das ja bestimmt schon mitbekommen. Mein Vater ist vor ein paar Tagen leider ein paar Schweine aus dem Stall ausgebrochen, aus dem Gitter ausgebrochen. Hat er erzählt, ja, und da hat er sich wohl sehr drüber aufgeregt. Richtig. Auch und so. Da ist auch ein Schwein ins Leben gekommen durch einen PKW-Unfall. Das ist leider alles ein bisschen hochstrapaziert. Ja, er ist soweit stabil, aber Sie dürfen da jetzt nicht hin. Mein Vorschlag, Sie werden aufgenommen, bis wir wissen, was los ist. Kommen Sie auch ins Isolationszimmer. Sie können gerne zum Vater gehen und können ihr dann ja berichten, wie der Stand der Dinge ist. Okay. Dankeschön dafür. Jo, bis später dann. Ach so, Frau Kerkhoff, eine Frage noch. Haben Sie in letzter Zeit was Komisches gegessen? Älteres Hackfleisch oder sonst irgendwas? Nein, ich bin Veganerin, deswegen achte ich sehr auf meine Ernährung. Sie sind Veganerin, okay.
Einmal, Dennis, dann machst du bitte noch einen Vitamin B12-Spiegel mit und die Folsäure auch. Ja, unabhängig von dem Infekt jetzt, da haben die schon mal Defizite. Wir machen die Blutuntersuchung ein bisschen weiter noch. Wir sehen uns, wenn die Ergebnisse da sind. Ne? Jo. Bevor geklärt ist, was bei Marie den Magen-Darm-Infekt ausgelöst hat, wird die 21-Jährige wegen möglicher Ansteckungsgefahr von den anderen Patienten isoliert und darf auch weiterhin nicht den frisch operierten Vater ihres Freundes besuchen. Am Tag darauf gibt es eine erste Spur. Okay, ich habe gerade die Ergebnisse. Stellen Sie mal Kaffee ab. Hm? Die weißen Blutkörperchen weiterhin hoch. Ja? Das heißt also, die Entzündung ist sehr aktiv weiterhin. Ja? Und wir haben jetzt auch ein Ergebnis von der Stuhlprobe. Es sind tatsächlich, wie schon vermutet, Bakterien im Stuhl festgestellt worden. Die sogenannten Campylobacter. Und die sind die Erreger, die ihre Entzündung im Darm machen. Campylobacter sind Bakterien, die weit verbreitet sind, sind sogar häufiger als die bekannten Salmonellen. Eine Magen-Darm-Infektion, Infektionsquelle ist das Tierreich, lebende Tiere, vor allen Dingen aber auch unzureichend gegartes Fleisch. Hähnchen im Einzelhandel sind in hohem Maße mit Campylobacter belastet. Deshalb ganz wichtig, bei Verarbeitung von rohem Fleisch immer die Hände waschen, Brett waschen, Messer waschen zu Hause. Sofort. Jetzt ist die Frage, wo kann man sowas nicht hineinfahren? Wo kommt das her? Das kriegt man gemeinhin, wenn man Fleisch verzehrt oder zubereitet. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie sind Veganerin. Also passt jetzt irgendwie nicht. Hm? Ja, wir waren vor 4 Wochen bei meinen Eltern auf dem Bauernhof, damit die beiden sich mal kennenlernen. Also die sind mit meinen Eltern und ich habe ihr halt meinen ganzen Bauernhof gezeigt. Und, ja. Sie waren auf dem Bauernhof, aber 4 Wochen passt nicht. Ja, die sogenannte Inkubationszeit, wovon man sich ansteckt, bis es dann kommt, das ist maximal 5 Tage. Also das fällt als Ursache flach. Das heißt, danach noch mal irgendwo Kontakt mit Tieren gehabt, Schmusetiere oder so, Tierpark. Haustiere? Nix? Okay, ja. Was denn? Eigentlich hatte sich Niklas Vater gut von seinem Herzinfarkt und der anschließenden Operation erholt. Gerade hat Landwirt Heinz allerdings eine Nachricht erhalten, die den 53-Jährigen so sehr aufregt, dass sein ohnehin geschwächtes Herz erneut Probleme macht. So, was ist? Druck auf der Brust. Ganz ruhig. Versicherung da, weil die nicht zahlen. Es ist ganz ruhig. Jemand mit einem Patienten dran. Ich denke, wird nicht langsam angeschlossen. Ich denke, ich habe schon wieder Herzinfarkt. Herr Berger, also jetzt erstmal ruhig atmen, bitte. Sie haben sich aufgeregt. Ja, diese Versicherung. Riecht einen auch auf. Das geht gar nicht. Diese. Aber lieber Herr Berger, Sie haben vor 4 Tagen einen Infarkt gehabt. Ja. Sie sind erfolgreich kathetert worden mit einem Stent drin. Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. Machst den Druck bitte und dann einen Hub Nitro. Ja. Drecksversicherung will nicht zahlen. Ja, mach dir da erstmal die Versicherung keine Sorgen. Herr Berger, einmal die Zunge nach oben. Nitrospray, das senkt den Druck, weitet die Herzkranzgefäße. Ich horche das Herz mal ab. Ja, Versicherung hin oder her, ich verstehe Ihren Ärger, aber das können Sie jetzt gar nicht gebrauchen. Ruhig atmen, Herr Kerkhoff. Ruhig atmen, bitte. Machst du Druck, bitte? Hm? Also Ärger hin oder her, Versicherung hin oder her. Sie dürfen sich jetzt nicht aufregen, Herr Kerkhoff. Das EKG sieht nicht nach einem neuen Infarkt aus. Aber wir werden Sie 24 Stunden zurückverlegen auf die Überwachungsstation. Machst du einen Trop-T-Test, bitte. CK und CKMB. Ja? Ärger, Aufregung können Sie im Moment gar nicht brauchen. Frau Kerkhoff, Sie haben hier gar nichts verloren. Sie gehen bitte zurück in Ihr Isolierzimmer. Ich traute dann aber meinen Augen nicht, als auf einmal im Türrahmen die Patientin Frau Kerkhoff auftauchte, wollte sich nach dem Herrn Berger erkundigen, obwohl sie doch ganz klare Anweisungen hatte, als infektiöse Patientin in ihrem Isolierzimmer bleiben zu müssen. Sie haben wir dann auch mit drastischen Worten zurückgeschickt. Sieht, wie gesagt, nicht nach einem neuen Infarkt aus, aber Sie sind unser rohes Ei. Wir passen auf Sie auf, gehen zurück auf die Überwachungsstation für 24 Stunden. Dann sollen die drüben auch einen Trop-T-Test machen. Kaum hat sich die Aufregung um seinen Vater ein wenig gelegt, wartet auf den 22-jährigen Niklas schon die nächste böse Überraschung. Als der Student wenig später zurück in das Patientenzimmer seiner Freundin kommt, fehlt von Marie jede Spur. So, Frau Kerkhoff. Wo ist Ihre Freundin? Frau Kerkhoff? Sie im Badezimmer. Frau Kerkhoff? Machen Sie bitte, was ist los? Machen Sie bitte mal die Tür auf. Das ist alles meine Schuld. Kommen Sie mal raus. Wir können Sie gar nicht so verstehen. Was ist los, Frau Kerkhoff? Das ist alles meine Schuld. Was ist Ihre Schuld? Wir gehen mal zum Bett. Hier ist es immer schlecht.
Gehen Sie mal. So. Setzen Sie sich hin. Legen Sie sich am besten hin. Ihnen geht's ja auch nicht so gut. Schuhe aus. Was ist Ihre Schuld, Frau Kerkhoff? Ich wollte es nicht. Wegen mir liegt ein Vater da. Wieso wegen dir? Was fällt von warum? Ich hab die Tiere freigelassen. Was? Ich wollte nur, dass sie in Freiheit leben. Das war alles viel zu eng da für die. Du hast die Tiere freigelassen? Ja, ich wollte das nicht. Wegen mir hat er diesen Herzinfarkt bekommen. Jetzt ganz ruhig, Frau Kerkhoff. Wieso machst du? Ja? Tut mir echt leid, ne? Aber es wird mir gerade echt ein bisschen zu viel. Ich muss mal ein bisschen Luft raus. Tut mir echt leid, sorry. Lassen Sie ihn einfach erstmal. Ja? Ich wollte das nicht. Ich wollte es wirklich nicht. Haben die Tiere haben mir so am Herzen gelegen, ja, dass sie die freilassen mussten? Die, das war alles viel zu eng für die da drin. Okay, ja. Die gehören in die Natur und nicht eingesperrt. Sie haben Herz für Tiere, ne? Ja. Mit ihrer Aktion hat die Veganerin neben ihrer Gesundheit jedoch auch ihre Beziehung aufs Spiel gesetzt. Nicht zu vergessen, dass Niklas Vater wegen seiner freigelassenen Schweine einen Herzinfarkt erlitten hat. Zur großen Aussprache kommt es erst am folgenden Tag. Wie geht's? Was machst du für Sachen? Ja, im Moment geht's ein bisschen besser. Die Arzt wird das ein bisschen besser erklären können, alles als ich mit den ganzen Fachbegriffen, ne? Ja, darf ich sprechen? Na klar. Also, Sie haben Glück im Unglück gehabt. Das zweite war kein neuer Herzinfarkt. Die 24-Stunden-Überwachung auf der Intensivstation war trotzdem notwendig. Blutwerte zeigen, kein Herzmuskelgewebe kaputt gegangen. Ja, das heißt also, Ihr Stent hat gehalten, hat funktioniert. Sie müssen die Medikamente nehmen. Das ist klar. Glück im Unglück gehabt. Man könnte sagen, Schwein gehabt. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja, apropos wegen den Schweinen. Da hast du aber einen ganz schönen Mist gebaut, ne, Mädel? Also so geht das ja mal gar nicht. Ich wollte das wirklich, es tut mir leid. Ja, aber jetzt haben wir den Salat, ne? Ja, das ist, die Schweine, die waren so, das war so eng alles da drin. Ich wollte doch nur, dass... Komm, ist gut. Ja, aber jetzt. Das erfüllt alle Zwecke, das ist genau gesetzlich festgeschrieben. Die dürfen so eine Größe haben und das ist genau richtig so. Okay. Den Tieren geht's gut, die werden nicht gequält, das ist ganz normal für die. Und wir kümmern uns ja auch ganz gut um die. Kannst du mir verzeihen? Ja, klar, komm okay, her. Danke. Kannst du mir auch verzeihen? Wir sprechen da zu Hause einfach in Ruhe nochmal drüber, okay? Sie werden in den nächsten Tagen entlassen, sollten, wenn es geht, in Ihrer Selbstständigkeit über die Reha nachdenken. Ja. Aber Lebensstiländerung, lieber Herr Berger, wäre schon eine wichtige Sache. Ja. Und für Sie habe ich auch eine Botschaft. Also die Antibiotikabehandlung scheint angeschlagen zu haben. Ihre Entzündungswerte sind deutlich besser geworden. Und dann klärt sich jetzt auch die Sache, wo Sie sich mit diesen Campylobacter-Bakterien angesteckt haben. Nämlich wahrscheinlich bei den Schweinen. Ja? Sie sind ansteckend, was den Stuhlgang angeht, bis die Stuhlprobe negativ ist. Das müssen Sie aber nicht hier bei uns abwarten. Sie dürfen auch bald nach Hause. Antibiotikatherapie ist zu Ende. Ich mache die Papiere fertig, morgen übermorgen. Ja? Okay, in diesem Sinn, ne? Dankeschön, Herr Dr. Tschüss zusammen. Danke dir. Ja. Tschüss. Die 21-Jährige durfte die Klinik 2 Tage später verlassen und ist inzwischen wieder ganz gesund. Heinz stand noch eine Woche unter ärztlicher Beobachtung, bis er nach Hause durfte. Der Landwirt hat Marie nicht nur verziehen, sondern sich damit einverstanden erklärt, dass die Visagistin den entstandenen Schaden in Raten abbezahlt.